sehr wichtig, die Bewegungen von kleinen Fingern, von Viertelfinger. Weil manchmal geht da ein bisschen weiter vom Griffenbrett und dann ist es schwierig, zu schnell zu bewegen, ja. Hallo liebe Zuhörer, hallo Schüler von Guitar School. Ich bin Jaroslava, ich komme aus der Ukraine und studiere in Düsseldorf in Deutschland in Robert Schumann Musikhochschule. Ich wollte jetzt ein paar Übungen zeigen, die ich für mein Warm-up nutze oder um meine Technik ein bisschen zu verbessern. Manche Übungen für rechte Hand hat mir Alexander Ramirez, mein Lieblingsprofessor, gezeigt. So, jeden Tag fange ich mein Üben mit diesem Übung an. Das sind drei Schläge Apoiano für erste, zweite und dritte Saite, jede Finger A, M, I. So. Ich kontrolliere, dass mein Finger ganz locker wäre und dass ja, Schönheit von Klang und auch das also Punkt von Kontakt mit der Saite auch immer gleich wäre, auch in jedem Finger. Dann gleich für M, ganz locker. Absolut gleich für I. Danach kommt nächste Übung auch gleich, aber noch dazu mit drei Schlägen von Tirando. Also und so jede Seite. Dreimal Apoiano, dreimal Tirando. So, nicht jede Seite, sondern drei Seiten. Dass mein Klang gleich wäre für Tirando und Apoiando, weil manchmal für Apoiando ist das stärker, aber muss ungefähr eigentlich gleich sein. Und auch gleich für M und für I. Und dann kommt nächste Übung. Nächste Übung nutzt mein Professor für Tremolo. Also das ist zuerst ein Arpeggio. Daumen spielt zur sechsten und dann fünfte Saite. Sechste A, M, I, fünfte A, M, I, sechste A, M, I, fünfte A, M, I. Auch ich nutze immer Präparation, also Vorbereitung für meinen Daumen auf sechste oder fünfte Saite. Danach kommt zweite Saite mit AM und dritte Saite mit I. Und endlich Tremolo auf zweite Saite und Daumen spielt gleich. So aus dann. So, mit rechter Hand fertig. Und dann kommt linke Hand. Für linke Hand gibt es eine gute Übung. Aber langsam und auch könnte man zweite Seite gleich üben.
ja auch kontrollieren Sie vierte Finger, weil das manchmal ja auch nicht so entwickelt ist und ja, kann sehr weit hier gehen. Das sollen Sie auch gucken während Üben. Auch gleich mit Metronom, zuerst sehr langsam, ultra langsam und dann langsam wird man schneller. Es gibt ein sehr gutes Üben, schon etwas advanced, etwas schwierig. Ich spiele zuerst langsam. Das wiederholt sich immer. Das ist, wenn man hier auf sechste Seite anfängt, wenn ich mit Fingersätze sage, also das ist 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dann gleich auf fünfte Seite schon, 1, 2, 3, 4, 3, 4, dann vierte, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vierte Seite gleich. Und jetzt geht man mit erstem Finger auf zweiten Bund, chromatisch. Dritte Seite, dritte Bund. Vierte Seite, vierte Bund. Fünfte Seite, fünfte Bund. Und wieder fünfte Bund, sechste Seite. Und ab hier geht man auch gleich nach oben. Hier gekommen. Jetzt erster Finger kommt auf sechsten Bund, auf siebten Bund, dritte Seite, achte Bund, vierte Seite, neunte Bund, fünfte Seite und neunte Bund, sechste Seite. Hier nach oben. Das war das. Das sollte man mit Metronom üben. Und zuerst zum Beispiel ja, beste Tempo, das also am langsamsten möglich. Dann langsam geht man mehr und mehr nach oben, mehr schneller, schneller. Plus 5 Punkte von Metronom zum Beispiel oder plus 10, wie das bequem ist. Also für beide Übungen finde ich wichtig, die Bewegungen von vierten kleinen Finger zu kontrollieren, weil er muss immer zuerst kommen, immer schnell kommen und auch wichtig ist, dass er nicht so weit vom Griffbrett ist. Ja, wenn es zum Beispiel hier in chromatischer Skala nach oben. Das muss immer präzise sein. Wenn es so weit ist, dann ist es auch schwierig, zur Zeit richtig zu kommen. Braucht man mehr Zeit. Aber wenn es sehr nah, dann ist es schneller. Also vierte Finger kontrollieren und auch hier gleich. Besonders hier auch erste Finger, also dass jeder Finger kommt in richtige Zeit. So, das waren meine Übungen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß beim Üben. Ich habe mit der Gitarre angefangen, als ich 12 Jahre alt war, aber eigentlich mehr seriös mit dem Üben habe ich nur nach 5 Jahren, also als ich 17 war oder 18 sogar. Und so, damals war das mehr seriös mit meinem Üben. Und jetzt übe ich normalerweise 6 oder 7 Stunden pro Tag.
Und muss ich sagen, das hilft sehr bei Performance, bei einfach Progress schneller zu sehen. Und ja, das ist am besten, glaube ich, ja, wenn man Zeit hat. Das war das. Und ich hoffe, Sie haben dann viel Spaß beim Üben. Und ich wünsche viel Erfolg.